Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Willkommen zurück auf Fast LP. Station, die Schnittstelle zwischen Industrie, Transport und Luxus. Es ist eine Kreuzung mit drei Straßen. Ah, ja. Apollyon Station, testet unsere neuen privaten Transitkapseln und furzt auf eurer Fahrt nach Herzenslust. Aber sonst geht's den beiden gut, oder? Apollyon Station, passt nur bitte auf, dass ihr nicht in die U-Bahn kackt. Alles klar. Unsere Hintern-Service-Experten polieren euch den Hintern. Schon ein bisschen gestört. Da haben wir noch eine schöne Box. Das Echolog wurde jetzt irgendwie nicht abgespielt. Die sind alle nicht so besonders, habe ich das Gefühl. Aber hier mal ein Verkaufsautomat, da können wir gleich mal alles loswerden. Na, warum drücke ich immer die falsche Taste? So, Inventar. Können wir mal schauen. Wenn wir die hier mal vergleichen mit unserer Pistole. Ja. Dann ist die Pistole mit dem Korrosionsschaden halt einfach immer noch besser. Wir bräuchten mal den vierten Waffenplatz. Der war ganz cool. Dann könnten wir noch ein reines Sturmgewehr mitnehmen. So geht das aber eher nicht. Da haben wir noch ein Schild. Das hat ein längere Ladeverzögerung. Dafür mehr Kapazität. Ich bleib mal bei unserem jetzigen. Und dann können wir die ganzen Sachen mal als Schrott markieren. Dann können wir die nämlich mit einem Klick verkaufen. Am Automat. Nicht als Favorit markieren. Alles schön verschrotten. So. Dann gehen wir hier in den Automat. Füllen wir Munition nach. So, verkaufen. Allen Schrott verkaufen. Y. Zack, alles weg. 23.000 haben wir jetzt wieder. Sehr schön. Ja, klasse, das dachte ich mir schon. Dass wir jetzt hier Besuch kriegen. So, das war der Bruiser. Maya mit dabei zu haben, ist schon cool. Irgendwo haben wir noch ein Claptrap-Teil. Da kümmern wir uns drum, wenn die Gegner hier weg sind. Ach, ihr seid unbesiegbar. Ja, interessant. Sieht für mich persönlich jetzt nicht so unbesiegbar aus, wenn ihr mich fragt. Okay. Da müssen wir uns mal kurz zurück ins Leben holen. Boah, Alter, was hat uns denn da getroffen? Ach, der Badass-Psycho. Du bist ja also schuld dran, dass wir gerade so viel Schaden bekommen haben.
Alles klar. Und ein Shotgun-Pink. Das war's. Kommt noch ein Zug mit noch mehr Kollegen? Oder reicht der eine Zug? Schon ein bisschen schwach für Tyreen. Wenn sie nur einen Zug von ihrem Schläger und Bandenpersonal schickt. Muss ich schon sagen. Werde ich jetzt überfahren, wenn ich hier rüber gehe? Ich gehe lieber oben rüber. Nur zur Sicherheit. Ich schau mal hier noch. Was haben wir hier noch so? An Schränken. Naja, nicht wirklich was. Hier haben wir noch eine Kiste. Da geht's noch irgendwo rein. Hier haben wir noch was. Komm ich hier rein? Nee. Hier außen ist... Oh, hier ist das Claptrap-Teil. Auf der Schiene wurde wohl vom Zug überfahren. Ein Antennenaccessoire. Aha. Ich finde den Tunnel zur Kammer, den haben wir jetzt wohl gefunden. Hier haben wir noch Echolog. Haben sie nicht grundlos weggesperrt. Die Kalypsos dürfen sie nicht erlangen. Das war's! Ich hab genug davon, darauf zu warten, dass die Aliens kommen und uns alle töten. Ich hole sie mir. Ich gehe mit meinen Fäusten, die voller gerechtem Zorn sind. Wenn niemand was tun will, tue ich es eben! Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt! Genau so klingt der auch. So wie wenn er überhaupt nicht verrückt wäre oder so. Ja, ne? So. Ja, das ist alles nicht so wichtig. Wir sind jetzt hier unterwegs. Ja, das ist auch nichts Besonderes. Ich frage mich nur, was der Kollege hier ist. Was zum Geier nochmal? Wächter, sie schützen die Kammern vor jedem, der verrückt genug ist, eine zu öffnen. Sie werden nicht begeistert sein, uns zu sehen. Ja, das Gefühl habe ich aber auch. Und da kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr als nur der eine. Gehe ich mal stark davon aus. Ich bin ja echt gespannt, was uns jetzt in der Kammer erwartet. Aha. Da kommen sie schon. Da wäre eine Blitzwaffe jetzt gut. Ganz ruhig, wir bleiben ganz ruhig. Ich will hier kein besessenes Gespenst. Alles. Und coole Truhen. So ein bisschen Kammer-Style-mäßig. Oh, was haben wir hier denn? Eine Granate, eine seltene, die aber jetzt nicht wirklich gut ist. Mehr Munition. Und wahrscheinlich auf unserem Weg zur Kammer noch mehr Wächter. Was haben wir hier um die Ecke noch? Da haben wir noch mal eine Truhe und ein Lock. Gesehen. Die war echt gut. Ah ja.
Okay. Der zweite von drei Loks. Und weiter geht's. Noch mehr Kisten, noch mehr Wächter auf unserem Weg in Richtung Kammer. Ich schau erstmal kurz hier rein. Die geht wahrscheinlich erst auf, wenn man alle Loks gefunden hat. Und da fehlt uns ja leider noch eins. Aber dich zuerst. Ja, dann hoffen wir, dass es tatsächlich auch so ist. Huiuiui. Langsam wird es hier schon brenzlicher. Aber ich darf nicht so offensiv rangehen. Ich muss da ein bisschen mehr abwarten, ein bisschen taktischer, ein bisschen defensiver spielen. Ich kann mal ganz kurz auf die Karte schauen, wo denn der dritte Lok ist, ob wir den verpasst haben oder... Ganz schön lang. Ach, der ist ganz hier vorne. Ach Mist, wenn wir den mitgenommen hätten, ganz da vorne, dann könnten wir jetzt das Teil da aufmachen. Aber ich meine, wir sind jetzt quasi fast am Ende. Hier ist die Kammer und wir sind im vorletzten Raum. Da laufe ich jetzt nicht die komplette Map zurück. Das wäre ein bisschen arg übertriebener Aufwand. So, da ist die Kammer. Jetzt kriegen wir nochmal Gegenwehr. Hat euch keiner beigebracht? Naja, offensichtlich nicht. Der Beschwörer. Den sollten wir vielleicht als erstes loswerden. Den Herrn Beschwörer. Aber hier haben wir schon ein paar mehr zähe Gegner. Vielleicht doch mal die Waffen wechseln. Oh oh. Das nimmt leider kein gutes Ende. Mist. Da haben wir zu viel Schaden gekriegt. Müssen wir nochmal probieren. Ach echt. Wer zeigt mir den? So, wo sind wir jetzt gelandet? Ist immer noch sehr weit zurück. Diesen Kerl, den ich abknallen kann. Immerhin respawnen die nicht. Das wäre doof, wenn man dann alles nochmal machen müsste. So müssen wir nur halt ein kleines Stück laufen und dann nochmal gegen die Gegner antreten. Dieses Mal vielleicht ein bisschen aus der Distanz mit dem Scharfschützengewehr. Dann ist das Ganze besser machbar. Vermutlich spawnen die aber erst, wenn wir uns weiter vorwagen. So. Darüber werden noch Lieder gesungen.
So ist das. Eine ganz sichere Nummer. Schön aus der Entfernung. Die Gegner bearbeiten. Und dann können wir auch ein bisschen näher rangehen. Dann kann man auch mal überlegen, ob man mit der Schrotflinte angreift. Hier geht's lang. Okay, das war's schon. Den Rest hatten wir schon besiegt. In unserem ersten Versuch, wo wir dann leider gestorben sind, kurz vor Schluss, wie man jetzt sagen muss, weil es waren ja nur noch 2 oder 3 übrig. Wir sind da und wir können jetzt mit unserem Kammernschlüssel die Kammer öffnen. Und da bin ich echt gespannt, was in der Kammer drin ist. Die vergessene Basilika. Ah, das ist noch nicht die Kammer, das ist quasi der Raum davor. Lilith, wir sind drin. Wir sind wohl auf uns allein gestellt, Kammerjäger. Okay. Wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir doch einfach ganz kurz nochmal zurückreisen. Hierhin. Und uns den Typhon-Lock holen und dann nämlich diese Kiste aufmachen. Wenn wir eh schon hier sind. Ich meine, den ganzen Weg zurücklaufen wäre ja Quatsch, aber per Schnellreise ist das Ganze ja schon besser machbar. Hier drüben irgendwo. Dann nehmen wir den nämlich noch mit. Ach, da oben. Hier. Ich wünschte, es hätte den Leuten von Promethea etwas gebracht, dass ich die Kammer gefunden habe, aber das stimmt nicht. Auch wenn es am Anfang durchaus so aussah. Atlas hat Planeten und Untergrundbahnen gebaut. Aber als sie keine weitere Kammer fanden, wurde in den Planeten nicht mehr investiert. Und er wurde wieder zu einem Drecksloch. Achtet darauf, für wen ihr arbeitet. Konzerne sind einfach nur Scheiße. Sie sind auch von innen nicht besser. Und wenn man lange genug bleibt, scheißen sie einen so richtig zu. Oh je. Crew-Herausforderung abgeschlossen. Typhon-Logs. So langsam glaube ich, dass Typhon von der anderen Kammer auf Promethea wusste. Aber er hielt es geheim. Tja. Da ist jetzt die Frage, ob er das wusste oder nicht. Auf jeden Fall haben wir das jetzt geholt. Und wir haben hier keine Punkte, wo wir schnell reisen können, oder? Hier ist das Depot nämlich. Okay, da müssen wir jetzt laufen. Gut, das wollte ich zwar nicht, aber ich meine, dann laufen wir den Weg jetzt eben nochmal. Aber immerhin müssten wir dann nicht beide Strecken laufen, sondern haben eine Strecke per Schnellreise erledigt. Und laufen jetzt eben die eine Strecke nochmal. So mega weit ist das jetzt ja auch nicht. Dauert zwar ein paar Minütchen, aber dafür können wir dann auch das Riesendepot von Typhon Delirium aufmachen. Und ich hoffe einfach mal, dass es sich lohnt und wir dann eine coole Waffe kriegen, die wir dann kurze Zeit später gewinnbringend in der Kammer einsetzen können. Wenn da irgendein Monster drin sein sollte oder so, gegen das wir dann kämpfen müssen. Alles nur Mutmaßungen. Ich bin echt gespannt, was in der Kammer ist. So müssen wir jetzt eben ein bisschen voranrennen und rutschen. Nochmal kurz zu dem Depot hinrennen. Und dann sieht man weiter. Ich hätte mir auch einfach ein Fahrzeug nehmen können. War jetzt nicht so der cleverste Move von mir, einfach zu laufen. Ich hätte auch einfach ein Fahrzeug nehmen können. Kannst du das bitte lassen da oben? Danke. Hier hat es auch ein Catch-a-Ride, sehr gut. Dann kann ich hier mal ganz kurz ein Fahrzeug nehmen. Jetzt
war so ein Zyklon. Ja, einfach mal Standard. Was haben wir hier so? Fahrerwaffen. Basisrüstung. Ja, passt. Dann soll ich es halt auch spawnen. So, spawnen. Sehr gut. Dann müssen wir gar keine Strecke laufen. Hätte ich auch früher drauf kommen können, aber gut. Ich lasse mich von denen jetzt mal nicht aufhalten, sondern fahre hier einfach mal durch. Bin ja wesentlich wendiger und schneller als die mit ihren fetten Karren. Und dann habe ich noch einen Boost. Da treffen die mich niemals. So, dann hier durch. Hier nochmal runtergehüpft. Und dann sind wir auch gleich schon wieder da. Sag mal. Ich will mal aufhören, mich zu beschießen, bitte. Wäre echt lieb. Ciao. Naja, fast ciao. So, jetzt tschüss. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Kleines bisschen hat es gedauert. Aber nicht so schlimm. So, dann können wir hier nämlich die Sachen noch verkaufen. Und oh, die Schränke, habe ich die gar nicht aufgemacht. Oder sind die jetzt wieder zu? Wer weiß das schon? Ich glaube, die Sachen sind alle wieder zu. Ja, dann nehme ich das Geld doch nochmal mit. Ich meine, warum auch nicht? Wir sind alle frei. Ach, die sind jetzt auch respawned. Oh. Ja, das ist ätzend. Dann gucke ich mal, ob ich einfach durchlaufen kann. Weil ich will ja jetzt nicht nochmal gegen die kämpfen. Das wäre schon echt doof, wenn ich jetzt nochmal gegen die alle kämpfen müsste. Verzieh dich mir. Ich renne einfach durch. Einmal mal Vollgas durchziehen. Nur die, die sich mir hier wirklich direkt in den Weg stellen, wegschießen, und den Rest lassen wir einfach hier und laufen ganz gemütlich durch. So. Dann hier einmal oben drüber. Die Wächter müssen wir dann vielleicht nochmal wegräumen, zumindest ein paar davon, dass wir an das Depot drankommen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Zumindest der eine Wächter hier ist nicht mehr da. Vielleicht sind die anderen auch nicht mehr da. Das wäre ja dann ganz angenehm. Dann haben wir hier mit einem 5 Minuten extra Schlenker doch noch das Depot bekommen. Das wäre ja noch zu verkraften. Wie wenn ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufe und dann wieder hierher alles laufe. Da war Schnellreise zurück und den größten Teil mit dem Fahrzeug wieder hierher. Schon eine gute Sache. Und jetzt können wir uns hoffentlich eine coole Waffe unter den Nagel reißen. In diesem jetzt freigeschalteten Depot. Ui. Eine Raumdekoration. Scharfschützengewehr. Oh. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz analysieren, was wir da bekommen haben. Da ist unsere echt besser. So, dann schauen wir mal bei den Schrotflinten. Die hat Feuer oder also unsere, und boah, Alter, die macht richtig viel, äußerst effektiv gegen Rüstung. Die macht brutal viel Schaden mit Korrosion. Ich nehme die mal mit.
Und dann haben wir hier noch eine Raumdekoration. Und ein normales Sturmgewehr. Ich tausche das mal aus. Dann haben wir mal die Pistole. Die neue Schrot. Und wir haben hier entweder eine Tracker-Granate oder intelligente Geschosse. So, ein Sturmgewehr. Ich weiß nicht, ist vielleicht besser als ein Scharfschützengewehr für den Moment mal. Wir können ja später auch wieder zum Scharfschützengewehr zurückwechseln. Aber fürs Erste gehen wir mal mit den zwei neuen Waffen hier. Die Wächter hier sind nicht respawned, das ist wunderbar. Und dann gehen wir nochmal in die vergessene Basilika. Und bevor wir jetzt dann weitergehen, hier wirklich in Richtung Kammer zu Maya davor und dann um die Ecke, würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Hier in die Kammer gehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.